Hört ihr das? Es ist das Rauschen der Meere. Willkommen zurück bei der unendlichen Schlacht um diesen barbaren Posten hier im Dunkeln und bei Let's Splitter. Eine kurze Nahaufnahme unseres ewig dauernden Wettstreites und Krieges mit den Barbaren vor den Toren unserer Stadt Newcastle. Und um die Ecke liegt Perth und wir versuchen langsam aber sicher zu diesem Posten durchzudringen. Insofern steigen wir ein in die nächste Runde und schauen, was auf uns wartet. Dieser Handwerker sollte rüber nach Perth. Und Queen Victoria ist uns mittlerweile augenscheinlich sehr wohlgesonnen. Oh. Und das war meine Befürchtung da oben. Eindeutig zu viele Schiffe. Extrem blöder Start. Wahnsinnig blöder Start. Bevor ich es vergesse. Ich kann immer noch nicht mit Kanada Freundschaft schließen, obwohl er uns wohlgesonnen ist. Tja, und es war tatsächlich die gute Einheit. Es war die Quadrime. Sodass wir zusehen sollten, nochmal eine zu produzieren. Ich brauche hier 7 Runden. Und die Karavelle als Nahkampfeinheit benötigt schon 13 Runden. Wir müssten schauen, ob wir uns eine in Schnelle oder auf die Schnelle leisten können. Ich einfach dieses Barbarendorf da oben mal ausradiert haben möchte. Und wir machen es, glaube ich, anders. Wir werden nicht ganz so viel ausgeben und die Galeere verbessern. Das Gold hier hälftig dafür aufwenden. Und dann besser aufgestellt sein, sobald die Einheit ausgeheilt ist. Hier ist das Monument abgeschlossen. Die Stadt wächst außerordentlich schnell. Nutzt hier noch das Produktionsfeld, was ganz nett ist, und nicht die Bananenressource. Das wird sowieso in 3 Runden dann geschehen. Und schon ist es quasi an der Zeit, den ersten Bezirk zu setzen. Wobei ich mir gerade die Frage stelle, wir müssen mal gerade gucken. Die Phase, in der unsere Bezirke Kulturschocks auslösten, ist vorbei. Insofern muss die Stadt hier erstmal noch wachsen. Und sie wächst in einer Runde zum Luxusgut. Das ist insofern gut, als dass wir dann hier runter können. Wir bewegen den Handwerker schon mal in die Richtung, um diese Perlen anzuschließen. Löst allerdings nicht das Problem mit Hafen und Co. Tja. Und schon ist guter Rat teuer. Wir zerstören uns hier de facto gute Plätze. Oder gute Felder. Weshalb ich den Campus auf Dauer hier rüber zu ziehen. 1, 2, 3. Ring geht auch nicht an den Vulkan. Es ist zu weit weg. Nee. Wir werden den Campus hier setzen. Direkt im Stadtumfeld. Zerstören zwar ein Geländefeld, das aber auch momentan nicht genutzt wird. Und können dann in der Stadt voranschreiten. Die Erkundung im Osten geht nun endlich voran. Und
kurzerhand schauen. Hier dauert es noch 2 Runden, bis der Siedler fertig ist. Der dann im Optimalfall auch hier oben irgendwie siedeln kann. Ich würde auch gern wissen, was im Westen ist. Ob von da irgendwann Siedler drohen für unsere Insel. Aber da geht leider nicht alles auf einmal. Wow. Vietnam mit einer militärischen Stärke von 8. So, wir brauchen tatsächlich mehr Wohnraum in Newcastle. Der Leuchtturm wird das bedingt beheben mit einem mehr. Können aber jederzeit den Kornspeicher dazu kaufen oder produzieren. Das ist kein Problem. Hier werden wir die Galeere ausschalten, damit nicht unsere Fischerboote geplündert werden. Hier ist die Universität fertig. Wohnraum wird langsam knapp, sodass wir kurzerhand den Kornspeicher zwischenschieben. Können hier keinen Staudamm setzen. Den hatte ich hier zwar vorgesehen, aber ich werde eines Besseren belehrt. Gehen zunächst vor und erweitern hier den Wohnraum ein wenig. Der Handwerker kann jetzt genau hier die Perlen anschließen. Ein Feuer wurde entfacht in Hue, an diesen schönen Bauernhöfen von Vietnam. Die Barbaren hatten sich genähert und schon geht es tatsächlich eine Runde weiter. Nichtsdestotrotz der ewige Versuch, Kanada als Freund zu erwerben. Es ist nicht möglich. Ist uns eigentlich echt angenehm wohlgesonnen, aber er möchte noch nicht unser Freund sein. Kanada und Australien. Eine schwierige Liebesgeschichte. Gucken, ob hier jetzt weitere Schiffe runtergezogen kommen. Nicht direkt. Aber eine äußerst angenehme Position, denn von hier können wir dem Barbaren, dem Bogenschützen, tatsächlich einen Auftrag geben. Und hier die Galeere. Puh. Sobald ein zweites Schiff hinzukommt, wird es schon wieder spannend. Jetzt bin ich allerdings so weit rausgefahren, dass Heilen auch nicht mehr sinnig ist. Wir stellen uns hier hin. Nee, auch Glores. Doch, wir stellen uns hier hin, um nicht von allen Seiten angegriffen zu werden und überspringen die Runde. Und hier ist der Siedler fertig. Sehr schön. Wir können noch einen weiteren Bezirk bauen und bald auch schon den nächsten. Insofern sollten wir hier schauen, was möglich ist. Industriegebiet wäre es zum Beispiel. Es könnte hier wunderbar, wo das Sägewerk platziert ist, positioniert werden. Handelszentrum wäre bedingt möglich. Der Campus ist gebaut. Das Schutzgebiet macht keinen Sinn. Wohnraum haben wir noch und nöcher. Tja. Und der einzig gute Platz für einen Theaterplatz ist neben dem Vulkan. Weshalb ich hier noch nicht zuschlagen möchte. Insofern gehen wir wirklich auf den, ich glaube, ersten Industrie, auf das erste Industriegebiet unsererseits. Gerade mal schauen. Oh nein. Oh nein, das war. Da sind die Industriegebiete. 6 Ergebnisse gefunden, allerdings nicht bei uns. Wir bauen unser erstes Industriegebiet. Und zwar neben einer strategischen Ressource, weshalb es neben der Mine, die angeschlossen oder umliegend ist, noch einen weiteren Nachbarschaftsbonus gibt. Können 3 Gesandte entsenden. Und sollten uns nun wirklich langsam überlegen, was wir damit machen.
könnten Souzeräne in Brüssel werden. Da bekämen wir 15% Produktion Bonus für Wunder. Auckland selbst, puh, ist nicht erreichbar. Auf die Schnelle. Taruga ist und bleibt spannend. Benötigt auch nur 2, darauf würden wir uns allerdings dann sehr spezialisieren. Wir kommen auch nirgendwo wirklich vorwärts, wenn wir einen ersten Gesandten doppelt setzen. Was ist in Cardiff? Städte erhalten 2 Energie für jeden Hafen. Ja, hier sollten wir auf jeden Fall was tun. Victoria hat hier 7 Gesandte. Da sollten wir doppelt reingehen. Also in Cardiff werden wir einen doppelt setzen. Und in Taruga bräuchten wir 2. Zwei vor allen Dingen, um Armani woanders zu nutzen. Und da hier die Vietnamesin stark dabei ist, werden wir das auch mal tun. Wir geben hier 2 rein. Sind damit zu zerrähen. Allerdings logischerweise nur so lange, wie wir Armani hier auch drin lassen. Das machen wir jetzt auch für den Moment und setzen beim nächsten Kulturwechsel einmal darauf, in Cardiff doppelte Gesandte für den ersten zu erhalten. Hier wird nun das Luxusgut angeschlossen. Und dann rettet sich aufgrund der Gefahr im Norden dieser Handwerker wieder zurück aufs Land. Friedensangebote überall. Und wir haben, oh, wir haben die Perlen zweimal modernisiert, können eine Industrie bauen. Und bei den Perlen bedeutet das 25% Glaubensgewinn. Ja, insofern ist es hier tatsächlich sinnfrei, eine Industrie zu setzen. Und das sparen wir uns an der Stelle noch. Der Siedler könnte hier noch eine Stadt setzen. Mir ist hier allerdings ein bisschen zu wenig drumherum. Das sehe ich nicht als zwingend notwendig an. Die Felder sind nicht so ganz besonders. Wir schicken ihn also auf jeden Fall rüber nach Perth. Frage ist, ob hier irgendwo Gefahr lauert. Das wäre wirklich, wirklich schlecht. Weshalb wir ihn erstmal nur in den Norden schicken und gucken, was dann los ist. Unbeaufsichtigt sollten wir das nicht tun. Und dann stellt sich eigentlich nur die Frage, werden wir hier oben oder werden wir weiter im Westen unsere Städte setzen. Vermutlich im Westen, hier oben wird uns niemand was wegnehmen und wenn doch, ist es nicht so ertragreich, bis auf dieses eine Perlenluxusgut, wie hier bei diesen wunderbaren Feldern. Luxusgüter, Bonusressourcen, strategische Ressourcen und wunderbare Erträge. Und vor allen Dingen hier um die Luxusgüter drumherum. Insofern, auf in die nächste Runde. Die Feder ist vielleicht doch nicht mächtiger als das Schwert, doch die Druckerpresse könnte schwerer als die Belagerungswaffe sein. Nur ein paar Worte können alles verändern. Der Druck ist freigeschaltet und somit die verbotene Stadt, die einen Joker-Politikplatz gibt und 5 Kultur hinzu. Wäre auch eine Idee bei unserem Lack of Kultur. Können übrigens nicht Hui Tonkali hier bauen. Und ich weiß nicht, ob es generell nicht mehr geht. Ist sie doch schon erstellt? Ich hatte eigentlich geguckt. Nein. Merkwürdig.
Wulin hat Kublai Khan den Krieg erklärt und Kublai Khan hat Vietnam den Krieg erklärt. Im Osten also nichts Neues. Feuer sind erloschen. Und mittendrin ist unser Reiter, der versucht, etwas mehr an Land zu erkunden. Rahsegel und Massenproduktion führen uns in die Industrialisierung. Und das Bankwesen ist auch noch von Interesse. Die Gildenausrichtung haben wir in 4 Runden und dann bekommen wir da auch den Boost. Fürs Bankwesen. Die 2 Märkte haben wir nicht und sind doch, glaube ich, nicht zeitnah fertig. Ne, da sind wir nicht am Produzieren. Insofern gehen wir jetzt wirklich mit den Gilden voran und dann können wir nach der Massenproduktion das Bankwesen erforschen. Kurze Scout-Angelegenheit hier, ob irgendwas in der Nähe ist. Scheint nicht der Fall zu sein. Das heißt, wir verstecken uns wieder ein wenig, um wirklich vorsichtig vorzugehen. Und unser großer Händler ist zum Erkunden im Norden angekommen. Hier könnten wir die Industrie bauen, aber für den Glaubensertrag, der hier wirklich dann nur in der Stadt gewährt wird, ist es das nicht wert. Insofern ruht er sich ein wenig aus. Eine Botschaft für Jayavarman, den Siebten. Oh, er entschuldigt kurz. Wir sind mit der Karte etwas abhanden gekommen. Die Mongolei baut die Universität Sankore. Und Liang ist in Perth etabliert. Handwerker bekommen nun hier eine weitere Bauladung. Das ist gut. Über kurz oder lang, nein, über kurz oder Liang, werde ich überlegen, sie mit Magnus zu tauschen, damit die Siedler hier in Perth mindestens schneller ohne Bevölkerungsverlust spawnen und diese Insel entsprechend besiedeln. Und Liang mit entsprechender Beförderung dann später dafür sorgt, dass hier nichts passiert durch den Vulkan. In dem Zusammenhang sehen wir hier einen katastrophalen Vulkanausbruch. Und wir sehen das so wunderbar, weil ein Taruga-Tribok hier im Kampf ist mit einem Barbarenland, Rambok. Also auch der Kampf der Giganten hier. Sehr schön. Hier ist der Kornspeicher fertig. Und schon stellt sich die Frage, was wir hier als nächstes produzieren. Verbotene Stadt braucht einfach unendlich lange. Könnten einen Siedler oder Handwerker nachschieben. Und wir machen es wahrscheinlich in der Reihenfolge. Den Siedler könnten wir aufopfern. Es werden hier noch also unmodernisierte Felder bewirtschaftet. Insofern könnte uns da der eine Verlust, würde uns nicht wehtun. Das heißt, wir gehen zunächst auf den Siedler, um schneller voranzukommen, und dann auf einen Handwerker, gucken aber dann in der Zwischenzeit, ob sich da an der Reihenfolge noch etwas ändert. Hier attackieren wir geschickt. Er ruht sich weiter aus und hier greifen wir ein Bonusdorf ab.
Oder wir sorgen zunächst dafür, dass keine neuen Schiffe spawnen. Das ist vielleicht wichtiger. Hier ist der nächste Handwerker anwesend. Ist schon die Vorhut für hier oben. Und hier haben wir den Ngorongoro-Krater entdeckt. Ein Naturwunder, das ich, glaube ich, über eine Mod hinzugefügt habe. Schauen uns das mal kurz an. Wo ist der? Ah, hier. Der Ngorongoro-Krater. Ein drei Felder weites Naturwunder, das zwei Nahrung, zwei Wissenschaft gibt. Und drumherum wunderbare atemberaubende Felder generiert. Sehr schön zum Siedeln. Interessanterweise ist das nicht geschehen. Und ein Zeitalterpunkt für das Entdecken dieses Naturwunders. Bleiben hier im Norden beim Kampf. Und alle möchten bei uns eine Botschaft errichten. Das sollten wir übrigens auch gleich nachdenken. Ja, und das Schiff haut hier nun ab. Und wurde nun endgültig dem Erdboden gleichgemacht. Oh, sehr schön. Zumal hier Barbaren warten. Wir gehen schnell zurück. Finden einen Handwerker, den wir allerdings nicht capturen können. Und haben jetzt eventuell gerade, wenn er auf uns drauf. Wobei, mit dem Handwerker wird er vermutlich flüchten. Hoffentlich jedenfalls. Wenn er uns angreift, war die Mühe hier unten den Meteor gerade aufzudecken umsonst. Schade. Ich dachte, ich hätte noch mehr Fortbewegungspunkte. Der Leuchtturm ist abgeschlossen in Newcastle. Das ist sehr gut. Damit haben sich die Wohnraumprobleme ein wenig relativiert. Tja, und hier das Mausoleum von Hanikanassos zu bauen, ist ja mein großes Ziel. 50 Runden sind allerdings erheblich, weil wir hier auch kaum Produktion haben. Da stellt sich die Frage, ob wir nicht einen Handwerker entsprechend setzen sollten. Hier wirklich gar nichts an Produktion auftaucht. Wir nehmen das Feld mal hinzu und bauen dann nur noch 40. Nehmen das mal noch hinzu und bauen nur noch 33 Runden. Also immer noch unfassbar lange. Und dann stellt sich die Frage, haben wir nicht irgendwas dringend notwendiger? Das ist eine gute Frage. Der Campus, natürlich hier oben mit den wahnsinnig guten Erträgen. Handelszentrum gibt hier auch plus 5, sehe ich aber nicht. Ja, der Campus ist natürlich auch überall da gelegen, wo eventuell der Vulkan ausbricht. Wir versuchen das. Wir gehen todesmutig aufs Mausoleum von Halikarnassos. Gucken aber zunächst nochmal, ob es irgendwo gebaut wird. Nicht da, wo ich mich auskenne. Und gehen diesen risikobehafteten Weg und lassen das einfach mal so stehen. Jetzt dauert es 36 Runden bis zur Fertigstellung. Mal gucken, ob wir hier noch ein bisschen optimieren können. Es wäre auf jeden Fall wirklich, wirklich cool wegen den vielen Küstengeländefeldern in dieser Stadt. Wir können einfach mal gucken, was hier alles dazugehört.
Könnten dann tauschen, könnten hier die noch hinzubekommen, hier noch abgreifen, hier noch erweitern. Das wäre schon wirklich sehr, sehr, sehr cool. Zumal dann die doppelten Ingenieurladungen für große Ingenieure wirklich, wirklich helfen könnten. Ich bin gespannt, ob das funktioniert. Freue mich auf die nächste Folge. Hoffe, ihr seid dabei. Lasst mir gerne ein Abo da und bis zum nächsten Mal.